Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Jetzt haben sich fast alle versammelt, um den Gruß auszurichten. Teddy, Nala, Lila, da hinten ist Robo, hier vorne ist Len Ösi, Line, Elisabeth, Lotti, Lila Eiscreme. Okay, ein paar fehlen noch, aber der Großteil ist da. Ja, ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Silvesterfest gehabt und seid gut ins neue Jahr gekommen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, heutzutage wirklich, dass wir alle gesund bleiben und ja, das Leben genießen und einfach schöne Momente haben. Zum Beispiel mit unseren Kaninchen und Meerschweinchen. Teddy, Mucki, Blippi. Wo möchte Blippi hin? Und Mucki hinterher. Es ist wirklich nach wie vor so mild. Also ich glaube die Tiere, ich glaube den Kaninchen ist mit dem Winterfell wahrscheinlich eher sogar zu warm. Ich glaube die Meerschweinchen haben gar nichts dagegen. Weil wir hatten ja wie gesagt zweistellige Minustemperaturen. Das war schon bitter kalt zuletzt. Jetzt brauche ich mir bei den Temperaturen auch weniger Gedanken machen, was den Aspekt Winterfest angeht. Ich meine, es ist zwar grundsätzlich Winterfest, aber wäre es jetzt richtig, richtig kalt, wäre ich natürlich auch viel mehr hinterher, noch mehr Streu rein und auf das Wasser achten und so weiter und so fort. Und das ist aktuell erfreulicherweise gar kein Thema. Also dem kommt das auf jeden Fall zugute. Die beiden hier harmonieren farblich ja auch richtig gut, Teddy und Lotti. Finde ich gerade irgendwie ein harmonisches Bild. Jetzt das Ganze mal aus der mit Zaun-Perspektive, mit Draht. Ich finde das auch bei Lila Eiscreme. Das ist natürlich jetzt auch durchs Winterfell verstärkt, aber der hat ja so ein tolles Fell bekommen. Da sieht man auch wirklich nochmal das Löwenköpfchen, das Löwenkopf-Gen. Sieht auch richtig toll aus. Süß, da ganz unten ein kleines Blippi und Teddy-Schnäuzchen. Und da drüber wirken jetzt Lotti und Lila Eiscremes Köpfe richtig groß, unabhängig davon, dass ich es nah herangezoomt habe, aber sehr süß. Das ist ja wirklich süß, das Bild, oder? Herrlich. Jetzt haben wir tatsächlich alle beisammen. Es sind alle zusammen. Ich gehe das jetzt einfach mal von links nach rechts mit Namen durch. Teddy, Blippi, Elisabeth, Len Ösi, Line, Len Ösi, Luise, dahinter das schwarze Lila, hier vorne das schwarze Nala, Lila Eiscreme, Lotti, Mucki und da hinten etwas abseits Robo. 8 Kaninchen und 4 Meerschweinchen. Und ich kann wirklich nur noch mal wiederholen, ich bin wirklich glücklich, dass ich noch die beiden Meerschweinchen dazugeholt habe. Vorher waren es ja 2 und jetzt mit 4 sind sie wirklich auch eine kleine Gruppe. Die sind wunderbar in die auch sehr harmonische Kaninchengruppe integriert, aber man merkt auch oft, dass die wirklich dann zwischendurch auch ihr Ding machen und unter sich Meerschweinchen sind. Oder auch wenn eins wegläuft, laufen die anderen auch auf dem Gänsemarsch hinterher. Ja, also ich finde es einfach gerade wirklich toll. Mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Aber jetzt gerade ist es für mich perfekt. Und alle wunderschön und ein bunter Haufen. Macht sehr
sehr, sehr, sehr viel Spaß.